Ja, wir freuen uns, dass so viele sich die Mühe gemacht haben, in der Adventszeit hier den Wecker zu schmücken. Und hier in Münchenhagen oder beziehungsweise in Rehburg-Lockum an der Lichterfahrt teilzunehmen. Und ich hätte nie im Leben gedacht, wenn wir das hier alles sehen, was daraus entsteht. Und ich bin wirklich stolz und richtig happy über den ganzen Rehburg-Lockumer und alle Mitfahrer, die hier dabei sind, dass wir sowas Tolles hier kurz vor Weihnachten auf die Beine stellen. Bedanken uns bei allen, die mitmachen und vor allen Dingen dem Organisationsteam ganz, ganz dickes Lob von uns. Dankeschön. Die gibt es hinterher. Okay, prima. Super. Nur zu kalt und nasses Wetter. Alles herrlich. Super. So viel Trecker. Super. Und dass die Karre überhaupt läuft. Von ganzem Herzen wirklich für alle Leute bedanken hier, die mitgemacht haben, die an den Straßenrändern gestanden haben. Es war ein Erlebnis mit Gänsehautcharakter und wir haben so viel strahlende Kinderaugen und auch so viel strahlende Augen von den Erwachsenen gesehen. Es war wirklich wunderschön und wir hoffen, euch allen eine große Freude gemacht zu haben. Und gucken mal, was wir nächstes Jahr so machen. Vielen Dank. Wir freuen uns. Es ist alles heile geblieben. Alle Fahrzeuge sind auch wieder zu Hause angekommen. Keiner ist verletzt. Und ja, ich denke, das ist die Hauptsache. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, einen schönen dritten Advent. Und falls man sich nicht mehr sieht, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Bis dahin. Tschüss.